Ja, hallo, also es geht hier ausnahmsweise nicht um Corona, sondern ich muss das Klimathema wieder mal ansprechen. Mich wurde gefragt, ob ich etwas zum diesjährigen Nobelpreis in Physik sagen sollte oder vielleicht besser nicht, aber wir werden das dann anschauen, also vor allem die Begründung des Nobelinstitutes. Das ist ziemlich schräg, diese Begründung, und so schlimm war es also früher nicht, das kann ich sagen. Aber ich möchte hier zuerst um etwas anderes erzählen zu diesem Thema. Also, es ist auch mehr pädagogisch. Also ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich sage es gerne noch einmal. Die haben natürlich den Eindruck, dass Physik sozusagen etwas Mathematik sei und dass man die Physik ohne Mathematik nicht verstehe. Und das ist eine grundlegend falsche Einstellung. Die zwei Fächer unterscheiden sich auf extreme Art und Weise. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Physiker gibt, die gerne und viel Mathematik machen. Und es hat sich halt die Mathematik als Sprache für die illiteraten Kollegen, die auch in der Physik tätig sind, durchgesetzt. Aber man hat uns immer gesagt, und das war auch die Regel, dass wenn Sie jetzt eine physikalische Forschung machen, und bei mir war es ja physikalische Chemie, dann müssen Sie in der Lage sein, Ihre Ergebnisse und Ihre Tätigkeit ohne Mathematik jedem, also so, man denkt so an die Coiffeuse oder das Fräulein an der Aldi-Kasse, zu erklären. Dazu gibt es eine kleine Einschränkung. Wenn Sie natürlich 6 Jahre an einem Thema arbeiten, können Sie das der nicht in 5 Minuten erklären. Das ist natürlich schon logisch. Aber es geht darum, etwas im Prinzip zu können und den Leuten im Prinzip zu erklären. Also Sie können eigentlich oder Sie müssen in der Lage sein, jeden Teil der Physik mathematikfrei zu erklären. Das heißt nicht, dass Sie da nicht auch Mathematik machen in diesem Teil, das ist etwas ganz anderes, aber wenn Sie das nicht erklären können, gänzlich ohne Mathematik, dann sind Sie verloren. Ich habe jetzt in dem Vortrag versucht, das Problem, das wir haben mit der sogenannten angeblichen menschgemachten Klimaerwärmung, auf die Physik runterzubuchstabieren. Es gibt dann noch andere Argumente dagegen, die nicht der Physik sind. Es gibt vor allem chemisch-spektroskopische Argumente, die ich auch schon gebracht habe. Und es gibt geschichtlich-geografische Argumente und es gibt religiöse Argumente und so weiter und so fort. Aber wir wollen jetzt mal den physikalischen Teil anschauen. Ich habe Ihnen schon mal versucht zu erklären, dass wir in der Thermodynamik, also der Wärmelehre, eigentlich aufgrund von Hauptsätzen alles herleiten können oder herleiten können sollten. Jetzt sogar versuchen, das sozusagen noch eine Metastufe zu heben, und ich arbeite nicht mal mit den Hauptsätzen, sondern ich arbeite rein mit der geometrischen Anschauung und dem sogenannten nullten Hauptsatz der Thermodynamik. Okay, das war jetzt die längliche Einleitung. Der Titel dieser kleinen Präsentation heißt: Es kühlt so kühl, wenn Diesels Motoren rühren. Das ist natürlich eine Anspielung an Pygmalion, die ich unten verlinke. Nicht? Das haben Sie sicherlich gehört. Gut. Also, wir werden dann auch noch sehen, das ist ein kleiner lustiger Nebeneffekt, auch ein kleiner Nebeneffekt trotzdem, dass natürlich das Treibhausgas, also das Treibhaus, die Treibhausidee, die funktioniert auf der flachen Erde vielleicht und vor allem in einem Treibhaus. Gut. Okay, also was ist der nullte Hauptsatz der Thermodynamik? Noch einmal, der nullte Hauptsatz der Thermodynamik muss gelten, weil wir haben sonst keine Thermometer. Also gar keine Temperatur. Und die Idee ist, dass wenn sich zwei Körper berühren und dies da lange genug tun, dann haben sie Wärmeenergie so ausgetauscht, dass sie dieselbe Temperatur haben. Also die Definition der Temperatur, ohne den geht gar nichts. So, jetzt stellen wir uns vor, wir hätten, ich habe das hier als so Kuben dargestellt, wir hätten drei Körper, der eine hat die höchste Temperatur T0, das ist in der Mitte, dann folgt einer mit einer
tieferen Temperatur T1 und einer mit einer noch tieferen Temperatur T2, also drei Körper. Und jetzt müssen wir nach dem nullten Hauptsatz, ja, sie berühren sich jetzt nicht wirklich, aber gemeint ist, sie berühren sich mit Hilfe elektromagnetischer Strahlung, die ausgetauscht wird. Und wenn jetzt dieser nullte Hauptsatz gilt, oder, dann muss ein kleiner Energiefluss muss von T0 nach T1 fließen und ein größerer von T0 nach T2. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Qs zum Beispiel, also Q und Q' gleich groß sind, dann erreichen die gar nicht dieselbe Temperatur. Also das ist mal ein Grundsatz, oder? Das muss so sein. Also Q' muss in dieser Zeichnung, jetzt muss ich aufpassen, muss in größer sein. Ja, ich habe es auch größer gezeichnet als Q. Das ist zwingend so. Die einzige Voraussetzung, die wir jetzt gedanklich machen müssen, ist, es gibt eine Temperatur. Ja, wenn es keine Temperatur gibt, dann sagen, ja, wir wollen keine Temperatur, dann ganz Physik scheiße nicht. Dann gibt es auch keine Erwärmung, oder? Gibt keine Klimaerwärmung, wenn sie keine Temperatur haben. Das ist ja ein anderer Aspekt, oder? Sie haben ja gar keine Temperatur in der Atmosphäre. Das sollen die Leute endlich einmal begreifen, aber das ist jetzt halt höhere Physik und das verstehen Sie nicht, wie Herr Lesch sagen würde. Okay, nein, kann ich auch mal erklären, aber wir nehmen jetzt mal an, es gibt eine Temperatur, das ist jetzt halt so. Gut, also wir wissen, Q' ist größer Q. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt im Detail ist dann die Frage, ja, wie sind diese Zahlenverhältnisse? Das heißt, jetzt muss ich Mathematik machen. Aber im nächsten Schritt geht es mir gar nicht, also ich kann das jetzt so lassen natürlich. Und hier starten und sagen, ja, das T0, das könnte zum Beispiel das CO2 sein, das sich da irgendwie hitzt. T1 ist die Erdoberfläche, die Erdoberfläche ist der Körper mit der Temperatur T1, he? Nicht, dass sie sagen, Temperatur und Oberfläche machen dann sie einen sogenannten Kategorienfehler, aber das haben Sie schon gemerkt, und T2 ist dann natürlich das Weltall, also der Körper mit T2 ist das Weltall. Jetzt wissen Sie, das Weltall hat die absolute Temperatur 0 oder ein bisschen drüber, was noch so Restwärme vom Urknall sein sollte. Ja, und da ganz in der offiziellen Physik bleiben. Und dann ist T1 die Erdoberfläche, hat die Temperatur 15 Grad Celsius, also 288,15 Kelvin. Ne? Und das CO2 kann ein bisschen wärmer sein, weil es wird ja aufgehitzt da angeblich von dieser Wärmeabstrahlung von der Erde. Und jetzt sehen Sie, oh, das Q', also die Abstrahlung muss höher größer sein als die Rückstrahlung zur Erde. Das ist zwingend so aus dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik, haben wir jetzt gegeben. Und jetzt haben Sie natürlich das, wenn Sie jetzt mehr von dem Körper mit der Temperatur T0 ins System einbringen, dann ist also Q' noch größerer als vorher. Und dann haben Sie natürlich eine Abkühlung. Das ist zwingend so. Sie können nicht da irgendwie rumbasteln. Da gibt es keinen Ausweg in dem Modell. Ist die Abstrahlung größer. Keine Klimaerwärmung, ganz klar. Jetzt, eben wie gesagt, jetzt kann man noch ein bisschen Mathematik machen. Jetzt der einfachste Ansatz, den man machen könnte, ist sagen, ja, die Abstrahlung ist proportional zur Temperaturdifferenz. Und dann habe ich da Q und Q' definiert. Also, und dann habe ich schon gesagt, T2 sei 0 Kelvin, ja, das ist 4, aber das ist egal. T1 sei 15 Grad Celsius, kann ich nichts anderes machen. Jetzt ist da ein anderer Fehler. Und T2 ist jetzt die Frage, wie warm kann es sein? Ja, ich habe jetzt gesagt, okay, ich pumpe da mit der Wärmeenergie, der Rückstrahlung pumpe ich da die niedrigste IR-Möglichkeit vom CO2, das wären also bei 667 oder 666 oder 688 Wellenzahlen, je nach Buch. Und das tue ich dann auf einen Freiheitsgrad rein und dann kann man das üblich umrechnen. Also ich habe jetzt einen Freiheitsgrad, ein Zweitel KT gesetzt. Und die Energie vom 667 Wellenzahl, Entschuldigung, ist die Plancksche Konstante mal die Lichtgeschwindigkeit mal eben diese Wellenzahlen, das Einstein oder Einstein-Planck-Gesetz. Und dann habe ich eine T2-Temperatur von 1919 Kelvin, also etwa 2000 Kelvin, ist relativ hoch. Wenn Sie sagen, ja, das ist ja wahnsinnig hoch, das gibt aber noch Rotationen, das ist die relevante Rotation, das habe ich x-mal gesagt, und die Wärmeenergie, die durch die Bewegung der CO2-Moleküle gemacht wird, diese kann aber nicht abgestrahlt werden, oder? Also es muss sich auf dieser 667er Wellenzahl, muss es sich
ansammeln, die Energie, alles andere ist Blödsinn. Und das ist jetzt übrigens auch der Grund, warum diese Klimasimulationen alle falsch wären, oder? Die haben dann jetzt alle Bewegungen reingebracht und eben als zum Beispiel die kinetische Energie, die energetisch gar nicht abstrahlen kann. Und dann summieren sich die Rechenfehler so auf, dass sie sozusagen die Physik falsch berechnen. Und ein guter Simulator, also ein guter Programmierer, der würde das sehen und die Programme so ändern, dass das nicht passiert. Und dann hat sie keine Klimaerwärmung, sondern eine Klimaabkühlung und dann würde das Programm verworfen. Also das ist so, wie es abläuft, oder? Das ist der Grund. Also dann haben wir 1919 Kelvin, habe ich gesagt, das ich da genialerweise auch gerechnet habe und dann habe ich eine Abstrahlung von einem Kuckuckstrich, dann fängt dieses Alpha da, diese unbekannte Konstante raus, dann habe ich 18% mehr Abstrahlung. Jetzt können Sie sagen, ja, das ist ja nicht linear, da gilt ja dieses berühmte Boltzmann-Gesetz und dann hätten wir T hoch 4, dann hat man 92% Abstrahlung. Okay. Das ist so, also CO2 strahlt ab oder es kühlt, wenn Sie Ihren Dieselmotor anstellen. Und dann sagen Sie, ja, Moment mal, das ist jetzt das sogenannte Säulenmodell. Das ist das, was gesagt wurde im Report, dass einer dieser Nobelpreisempfänger hat dann das sozusagen auf die Erde umgerechnet. Wie sieht es da aus? Dann wird es dann natürlich noch schlimmer, oder? Aber der Effekt ist so klein, dass die numerischen Fehler da wieder überhand nehmen. Also schauen wir das mal schnell an. Habe ich da eine kleine Halbkugel gemacht. Dann ist ab die, ich nehme jetzt die Idee von Fourier, glaube ich. Ja, von Fourier. Also wir haben die Erde, wir haben dann 6 Kilometer Luft und dann kommt das CO2. Das ist natürlich völlig idiotisch, oder? Jetzt kommt der chemische Einwand. Das CO2 geht natürlich sofort auf den Boden, aber weil das ja die CO2-Moleküle schwerer sind als die Stickstoffmoleküle. Aber das ist ja egal. Das ist ein technisches Detail. Wenn man Fensterplatz gehabt hat im Chemieunterricht, interessiert das die Leute sowieso nicht. Und diese Schicht soll jedenfalls eben nach Fourier 1 Kilometer sein. Und jetzt sehen wir schon, was passiert. Also ich habe eine Abstrahlung 2 ins Weltall und eine Rückstrahlung 1 auf die Erde. Und die ist ja wahrscheinlich proportional zur Oberfläche. Das heißt, je größer diese Fläche, von der 2 abstrahlt ist, als von 1, desto größer ist das. Ja, okay, können wir schnell einsetzen. Also der Erdradius ist gemittelt. Wir nehmen jetzt an, die Erde sei komplett kugelförmig. Ja. Ist gemittelt 6.073 Kilometer, das wissen Sie auswendig, oder? Und R2 ist dann 6.376 und R1 ist 6.371 Kilometer. Ja, jetzt habe ich die Pfeile falsch angeschrieben, aber das ist Ihnen jetzt gleich. Also dann ist Q' ist das mit dem größeren Radius, also das 2, und Q ist das mit dem kleineren Radius, also 6.776, und dann rechnen Sie das aus, das 4Pi lässt sich kürzen, und Sie haben diese Zahlen im Quadrat und haben dann 0,03 mehr Abstrahlung, weil die Oberfläche nach außen größer ist als die Oberfläche nach innen. Was heißt, wir hätten jetzt einen Treibhauseffekt, also ohne den ersten Effekt mit den 18%, der größer ist, hätten also nur einen Treibhauseffekt in einer konkaven Erde, so einer da, hä? Nicht, dass es so etwas nicht gibt, oder? Also wir haben dann, ich werde dann auch darüber mal etwas sagen, das ist eine Idee eines NASA-Wissenschaftlers, wie man Habitate, also bewohnbare Raumstationen machen könnte, da muss man mal darüber reden. Und dann haben wir einen konkaven Rede oder natürlich haben wir einen Treibhauseffekt im Treibhaus. Da gehört er auch hin. Okay, also in dem Sinne haben wir jetzt da zwei Effekte. Der eine ist der, dass durch diesen nullten Hauptsatz, dass ins Weltall mehr abgestrahlt werden muss, als die Rückstrahlung ist. Und wir haben den Effekt durch die runde Erde, der auch einen kleinen Beitrag dazu liefert, dass mehr ins Weltall ausgestrahlt wird, als rückgestrahlt wird.
Das ist jetzt eigentlich die Physik, und wenn Sie jetzt halt Modelle machen, numerische, und die am Computer ein anderes Ergebnis haben, dann sind diese Modelle mit Sicherheit falsch. Dazu müssen Sie nicht Klimatologie studieren oder irgendwie wissen, wie man Computer programmiert. Also das weiß ich anscheinend im Gegensatz zu diesen Leuten mit den physikalisch falschen Programmen, das Quoterat Demonstrandum. Dann würden Sie das merken, und das sollte sogar Nobelpreiskomitee merken. Aber wenn man natürlich politisch bedingte Preise gibt, übrigens, ich mache dazu gleich eine Voraussage. Also es wird für Immunologen nächstes Jahr ganz sicher den Nobelpreis geben. Und für die Eindämmung des Coronavirus, ohne dass wir den jemals sehen werden mit Elektronenmikroskopieaufgaben oder so. Und das dürften dann etwas Leute sein wie der Herr Fauci, der Herr Drosten oder der Herr Wieler. Also das ist jetzt meine Voraussage für den nächstjährigen Nobelpreis 2022, außer wir haben dann wirklich einen Umsturz, der sich dann bemerkbar macht, auch vor allem in den Finanzflüssen. Und dann kann natürlich das Nobelpreiskomitee nicht weiterfahren wie bisher. Gut, also in dem Fall dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.